Ja, ich begrüße euch hier bei den Live Days von Foto Koch und mein Name ist Martin Hülle und in Kurze, ich bin ein in Wuppertal beheimateter Fujifilm X-Fotograf, den es am liebsten in die nordischen Länder zieht. Und ich möchte euch heute mitnehmen auf einige meiner Reisen in den Norden, von dort nordische Momente zeigen, einige Impressionen und gleichzeitig über meinen Fotografiestil berichten, den ich selber als Landschaftsreportage bezeichne. Und das Eingangsbild, was man hier sehen kann, zeigt mich in Schottland auf dem Cape Ross Trail. Das ist ein etwa 370 Kilometer langer Wanderweg, den ich vor gut 2 Jahren im Frühjahr 2018 komplett gelaufen bin. Und zu Schottland habe ich auch ein recht eigenes, spezielles, besonderes Verhältnis. Hier ein Sprung weit zurück in die Vergangenheit, fast 30 Jahre her. Das ist 1990 entstanden, dieses Foto. Ich war damals 16 Jahre alt, war eine der letzten Reisen, die ich gemeinsam mit meinen Eltern damals unternommen hat. Und man sieht, schon damals war ich ziemlich fotobegeistert. Von diesen drei Nikon-Kameras, die ich da umhängen habe, gehörte mir allerdings nur eine. Das ist die ganz rechts, eine F501, die ich mir damals nach der Konfirmation gekauft hatte. Die anderen beiden Kameras, eine F3 und eine F4, die gehörten meinem Vater. Und über meinen Vater bin ich auch zur Fotografie gekommen und auch zum Wandern. Und in den folgenden Jahren war das Wandern und die Fotografie für mich eine Sache, die sich relativ parallel entwickelt hat. Ich habe dann 1991 im jungen Alter von 17 Jahren meine erste Tour alleine in Schwedisch Lappland unternommen und bin seitdem Jahr für Jahr, oftmals mehrmals pro Jahr, immer wieder in den Norden aufgebrochen. Und hier sieht man mich 1997, als ich den Nordkalottleden gelaufen bin. Das ist eine der längsten Wanderstrecken in Skandinavien, 800 Kilometer lang und führt in Lappland durch Norwegen, Finnland und Schweden. Und ein großartiges Erlebnis damals zur Sommerzeit. Ich habe aber dann gleichzeitig auch schon recht früh angefangen, Touren im Winter zu unternehmen. Und eins der Höhepunkte war dann im Jahr 2006 eine Überquerung des grönländischen Inlandeises. Zusammen mit dem Johannes Lang und dem Georg Sichelschmidt, zwei Freunden von mir, sind wir damals von Ost nach West über das Eis gelaufen, von Tasiilaq an der Ostküste bis nach Ilulissat im Westen, eine 750 Kilometer lange Route, bei der wir unsere komplette Ausrüstung in solchen sogenannten Pulka-Schlitten hinter uns hergezogen haben. Wenn es der Wind zuließ, haben wir dann aber auch solche Parawings genutzt und uns damit mit Unterstützung des Windes über das Eis ziehen lassen. Das war ja ein Highlight meiner, sage ich mal, Polarabenteurer-Karriere. Eine Zeit, wo die Touren im Grunde noch im Vordergrund standen und die Fotografie in erster Linie dafür da war, diese Reisen und diese Abenteuer zu dokumentieren. Und man sieht hier, es geht schon mal recht ruppig dazu. Wenn der kalte Wind einem ins Gewicht weht, hängen einem dann am Ende des Tages diese Eiszapfen im Gesicht. Sieht aber hier schlimmer aus, als es letztendlich eigentlich war. Und es war dann letztlich ein ganz, ganz großartiges Erlebnis. 2 Jahre später, 2008, habe ich dann sogar nochmal das grönländische Inlandeis überquert. Und das waren wirklich herausragende Erlebnisse zu meiner Zeit damals. In den folgenden Jahren hat sich dann allerdings mein Ansatz zur Fotografie und das Verhältnis zu den Reisen ein wenig verändert. Es entwickelte sich dann dahin, dass die Fotografie immer mehr in den Vordergrund rückte und mehr noch eben dazu da war, zu Fotos zu kommen und die Reisen und die Wanderungen und Skitouren dann eben Mittel zum Zweck, um die gewünschten Bilder zu erlangen, die ich haben wollte. Ich habe dann 2012 ein größeres Fotoprojekt gestartet unter dem Titel Mein Norden. Und es sollte eine, ja, sozusagen Liebeserklärung an den Norden sein, in den ich bis dahin ja auch schon so oft gereist war. Und ich habe für dieses Projekt über 4 Jahre 13 Reisen in den Norden unternommen, nachher auch ein Buch darüber veröffentlicht und vorher dann angefangen mit dem Fujifilm X-System auch schon zu fotografieren. Ich war Anfang 2012 von Nikon zu Fujifilm umgestiegen. Einer der Gründe war auch, dass mir die Ausrüstung Vollformat bei Nikon damals zu schwer geworden ist und ich mit einem leichteren Equipment unterwegs sein wollte. Und während dieser ganzen Reisen, die ich für das Projekt Mein Norden unternommen habe, habe ich mit ganz verschiedenen Kameras und Objektiven von Fujifilm fotografiert. Das fing an mit der X-Pro1, ging dann auch über die XE1, XE2, über die XT1 bis hin schließlich zur X-Pro2 und nach ganz verschiedenen Objektiven, Festbrennweiten, Zooms, unterschiedlichste Brennweiten.
Ich möchte jetzt aus dem Buch und aus dem Projekt zwei Reisen herausgreifen, über die ich jetzt ein bisschen genauer noch etwas erzählen möchte. Als erstes eine wiederum Skitour auf Svalbard. Svalbard ist das Inselarchipel hoch oben in der Arktis, weit nördlich von Nordnorwegen. Und ich war dort mit dem Johannes, einer meiner Partner auf dieser Grönland-Expedition, auf der Insel Spitzbergen unterwegs. Fotografiert damals mit der X-T1 von Fujifilm und zwei Zoom-Objektiven. Und gerade bei Wintertouren ist es sehr praktisch, mit Zooms zu fotografieren. Man stelle sich vor, das Wetter ist sehr schlecht, es stürmt, es schneit. Da sind natürlich Objektivwechsel in der freien Natur nicht so leicht und praktisch zu machen. Von daher Zooms sind da sehr gut und vorteilhaft einzusetzen. Und wir sind dann bei dieser Tour etwa 2 Wochen lang auf Spitzbergen durch die verschneite Gletscher- und Bergwelt gelaufen. Wir waren in der ersten Aprilhälfte dort unterwegs. Und diese Landschaft, man sieht es auch hier, wo der Johannes mit seinem Schlitten hinten dran über den Klaufbreen aufsteigt, unterhalb des Berges Moskus Hornet. Die Landschaft ist dort sehr, sehr karg, sehr eintönig. Im Grunde nur das Weiß und das Blau des Schnees und des Eises. Ein bisschen schwarz, der Berge schimmert durch. Und wie immer habe ich diese Tour im RAW-Format fotografiert und erst nachträglich entschieden, wie ich sie bearbeiten will. Und um diese Kargheit und diese Monotonie dieser Landschaft nochmals zu unterstreichen, habe ich mich dann hinterher dazu entschieden, das Ganze in Schwarz-Weiß zu bearbeiten und hat auch für diese Serie dann wunderbar gut geklappt. Man sieht das zum Beispiel auch an diesem und dem gleich folgenden Bild, die in dem Fotobuch Mein Norden auf einer Doppelseite auch nebeneinander positioniert sind. Und das hat im Grunde auch nur da gut funktioniert, weil die beide in Schwarz-Weiß sind. Dieses Bild hier im Sassendalen entstanden, ist bei bestem Wetter fotografiert, strahlend blauer Himmel. In Farbe wäre das ein durch und durch blau schimmerndes Bild. Das nächste Foto, der Sotebreen, ist bei leichter Bewölkung fotografiert und auch als Farbbild wird das dann eher ein weißlich-graues Bild. Also farblich würden die auf einer Seite nebeneinander in einem Buch gar nicht gut funktionieren. In Schwarz-Weiß hingegen klappt das wunderbar. Lustige Anekdote ist dieses Bild auf dem Elfenbeinbreen. Als ich damals das Buch in den Druck gegeben habe, kontaktierte mich die Druckerei mit der Frage oder dem Hinweis, besser gesagt, sie hätten da ein Bild entdeckt, da wären ganz viele Sensorflecken drauf. Und eigentlich ist es so, dass ich, wenn ich die Bildbearbeitung mache, zum Schluss sehr genau darauf achte, dass ich alle möglichen Flecken, die auf dem Sensor vielleicht sind, dann in der Nachbearbeitung dann eben entferne. Und ich war dann etwas stutzig und fragte danach, ja, um welches Bild es sich denn handelt. Und dann sagten sie mir die Seitenzahl, welches Bild das wäre. Und dann habe ich nachgeguckt und dann sah ich, dass das dieses Bild ist und musste dann sagen, nein, das sind natürlich keine Sensorflecken. Das sind die Schneeflocken, die mir da vom aufkommenden Sturm gegen die Linse und gegen das Objektiv geschlagen werden. Und das war natürlich was, was ich auf dem Bild haben wollte. Diese Stimmung, die es da ist, eben das aufziehende Schlechtwetter und es musste natürlich genau so sein. Das Wetter wurde dann im Verlauf der Tour sogar noch schlechter und es kam dann ein sogenannter Whiteout auf. Wer das nicht noch nie erlebt hat, kann sich das kaum richtig vorstellen. Das ist dann eine Wettersituation, wo sich die Wolkendecke quasi auf die Schneefläche hinabsetzt und da drauf legt. Und wenn man dort steht, überhaupt keinen Unterschied mehr erkennt zwischen oben und unten. Man kann den Horizont nicht erkennen und es ist dann extrem schwer, sich zu orientieren. Man merkt nicht, ob es bergauf oder bergunter geht. Und es wäre selbst so, wenn ich jetzt, man stellte sich vor, diese Wetterbedingung wäre hier im Studio, ich würde jetzt hier auf dem Tisch stehen, ich könnte die Kante des Tisches nicht sehen. Also ich könnte da problemlos runterfallen und mir ist es auch auf einer Tour in Norwegen mal passiert, dass ich da ein paar Meter tief in einen Abgrund hinabgestürzt bin, weil man das dann einfach nicht erkennt. Und das Beste ist dann bei so einer Wettersituation, wenn man sich denn vom Zeitrahmen erlauben kann, im Zelt auszuharren, bis das Wetter wieder besser wird. Das wurde es dann während der Tour. Wir sind dann durchs Adventdalen zurückgelaufen nach Longyearbyen, dem Hauptort auf Spitzbergen, wo wir die Tour begonnen hatten und nachher nach einer Runde durch die Gletscher- und Bergwelt dann auch beendet haben. Also diese Tour auf Spitzbergen war wirklich ein Highlight meines Outdoor- und Tourenlebens und wirklich eine Region auch, in die ich irgendwann noch mal
zurückkehren muss. Ich hatte am Anfang meines Vortrags gerade kurz versäumt zu erwähnen, dass man ja zwischendurch jetzt auch Fragen stellen kann. Die werden mir hier auf dem Tablet auch angezeigt. Ich werde jetzt den Vortrag erst einmal durchhalten und im Ende dann gerne auf die Fragen, die dann vielleicht kommen, eingehen. Nur dass sich jetzt eben dann keiner wundert, dass ich jetzt während des Vortrags die Fragen noch nicht unbedingt beantworte. Im Nachgang gerne, also fleißig Fragen stellen. Nachher gehe ich dann zum Schluss darauf dann auch noch im Einzelnen ein. Eine nächste Tour, die ich jetzt hier noch vorstellen möchte, das war die Abschlusstour meines Fotoprojekts Mein Norden, führte mich nach Grönland ins Johanndaland. Das Johanndaland liegt im äußersten Südwesten Grönlands, in der Nähe des kleinen Flughafens und Ortes Narsarsuaq. Und ich war damals allein dort unterwegs und hatte bei dieser Tour die X-Pro 2 mit drei Festbrennweiten von Fujifilm mit dabei. Die Tour startete an einem Fjord und vom Fjord aus ging es dann hinein in die Bergwelt. Und ich war dort im September unterwegs, war also auch darauf aus, die herbstliche Farbstimmung einzufangen, wie man es hier sieht. Bin da fast so ein bisschen reingekrochen in die Büsche und habe diesen Ausschnitt der Sträucher mit noch ein bisschen Tal im Hintergrund fotografiert. Und das ist ein Bild, obwohl an einem ganz anderen Ort fotografiert, sehr gut auch passt zu dem Bild, was als nächstes kommt und was auch in dem Buch auf der nächsten Seite, also auch daneben präsentiert wird, weil sich die Farben der Sträucher in diesem Bild auch mit den Farben des Hintergrundes wieder harmonieren und man so Bilder eben auch sehr gut dann zusammen präsentieren kann. Man sieht mich selber noch klein als Schatten unten im Bild. Wie gesagt, ich war als allein unterwegs und hatte hier jetzt keinen Mitwanderer dabei, den ich da irgendwie schön plakativ irgendwie hätte in Szene setzen können. Eine Ecke, die ganz wichtig war während dieser Tour, wo ich unbedingt hin wollte, war der sogenannte Hullet. Hullet ist dänisch und bedeutet so viel wie das Loch. Und das ist damit gemeint, ist diese Senke, die man hier im Bild sieht, im rechten Bildteil, wo ganz viel Eisberge liegen. Die Dimensionen kann man sich jetzt überhaupt nicht vorstellen, wenn man das nicht kennt. Es ist also eine mehrere Quadratkilometer große Fläche von Eis. Von rechts zieht dort der Südgletscher in diese Senke. Davon bricht dieses Eis ab und türmt sich dann dort eben auf. Ich bin dann dort hinabgestiegen, auch näher ran an dieses Eis. Und man sieht hier im Hintergrund den Südgletscher, von dem, wie gesagt, dieses Eis abbricht. Und diese großen Eisberge sind teils Häuser hoch, diverse Stockwerke wahrscheinlich gigantisch. Die Eiskante im Hintergrund ist auch mehrere Kilometer breit. Das nächste Bild ist quasi, wenn man sich das als Panorama denkt, der Anschluss daran. So zieht das dann noch nach rechts weiter. Auch hier im Hintergrund noch der Gletscher zu erkennen und im Vordergrund diese Eisberge, die dort abgebrochen sind. Ich hatte da großes Glück mit dem Wetter. Anfangs war es noch stark bewölkt, keine gute Sicht, aber dann kam die Sonne durch und als ich dann da unten stand, brach sie langsam durch die Wolken eben hindurch. Die Wolkendecke lichtete sich und zwischen dem Eis gab es immer noch so Wolkenschwaden, Nebelschwaden, die sich so langsam auflösten. Und das war dann wirklich eine ganz fantastische Stimmung, eben auch das dann so zu erleben. In den nächsten Tagen während dieser Tour ging es dann weiter noch auch über einen anderen Gletscherarm. Ich hatte schon am Anfang dieser Tour auch einen Gletscher überquert, der relativ stark zerklüftet war mit Gletscherspalten. Das war gar nicht so einfach, da alleine sicher rüberzukommen. Dieser Gletscherarm, etwa 3 Kilometer breit, war recht flach und ganz gut zu überqueren. Also im Grunde kein Problem, dann dort alleine unterwegs zu sein. Auch keine Unsicherheit, also es gab keine versteckten Spalten. Ich konnte mit solchen Spikes an den Füßen da ganz gut rüberlaufen. Ich bin dann weitermarschiert zu einem nächsten Fjord, dem Tassiussak. Da habe ich dann dieses Bild gemacht. Es gibt dort im Süden Grönland auch Schafzucht und dadurch auch hier diese Relikte, einige Zäune, die es dort gibt. Und da habe ich dann diese Detailaufnahme gemacht. Auf den ersten Blick vielleicht ein recht einfaches Motiv. Ich habe aber recht lange gebraucht, bis ich das so arrangiert hatte, dass es mir gefiel. Ich habe dann besonders darauf geachtet, dass dieser Draht, den man da im oberen Bild Drittel so als Bogen sieht, dass der dunkle Draht auch im helleren Hintergrundbereich liegt und sich nicht eben vor die dunklen Berge im Hintergrund schiebt.
dass der Eisberg rechts im Hintergrund noch ganz schön im Bild ist. Also es war ein bisschen knifflig. Ich brauchte einige Auslösungen, bis ich das hinbekommen hatte. Dummerweise hatte ich meinen schweren Rucksack aufgelassen und war da nicht so flexibel da, musste mich da ein bisschen bücken. Aber es hat dann nachher geklappt, dass ich dieses Bild dann da auch hatte mit dem Draht und dem Zaun scharf im Vordergrund und der Landschaft im Hintergrund so leicht in der Unschärfe eben zerfließend. Am Ende dieser Grönlandtour kam ich dann noch zum Fjord Kukut im Mellemlandet, auch ein Gebiet in der Nähe von Narsarsuaq. Hier ist es so, dass von links neben dem Bildrand käme auch ein Gletscher in dieses Tal gezogen, von da kalbt auch das Eis ab, was man hier im Wasser sieht. Und hinten raus aus dem Bild, das sieht man jetzt hier eben nicht, zieht der Fjord hinaus bis zur Westküste Grönlands, wo dann dieses Eis eben hinausgetrieben wird. Das ist ein Bild, was für mich sehr gut das auch zeigt, was mich am Norden so fasziniert. Diese Dramatik der Landschaft, die Berge im Hintergrund noch ein bisschen mit Schnee, das kühle, dunkle auch, aber eben auch die Helligkeit, die man hier in der Reflexion auch auf dem Fjord sieht, die Eisberge dabei. Also für mich eine ganz tolle Stimmung und ein Abschlussbild dann eben auch bei dieser Grönlandtour. Mit dieser Tour habe ich, wie gesagt, das Projekt Mal Norden abgeschlossen, hatte dann danach diesen Bildband zusammengestellt, das Fotobuch. Das habe ich 2017 veröffentlicht. Mittlerweile ist es ausverkauft. Und ich habe dann danach aber überlegt oder eine kleine Analyse gemacht für ein nächstes Projekt, mit welcher Ausrüstung, vor allem welchen Objektiven und Brennweiten ich denn bei diesem ersten Projekt am meisten fotografiert hatte. Und da kam heraus, dass ich vor allem mit einem recht moderaten, begrenzten Brennweitenbereich die Aufnahmen gemacht hatte und die extremeren Weitwinkel und extremeren Telebrennweiten selten zum Einsatz kamen. Jetzt ist es ja bei meiner Fotografie so, deswegen auch der Titel, den ich dem gegeben habe, die Landschaftsreportage, dass ich ja sehr darauf aus bin, den Moment zu fotografieren, das Erlebnis, wie ich die Natur wahrnehme. Also diesen Reportagecharakter auf der Wanderung. Ich bin ja nicht unbedingt in erster Linie darauf aus, jetzt eine Landschaft im schönsten Licht, sage ich jetzt mal, zu fotografieren, sondern ich möchte dieses Erlebnis einfangen. Und ich hatte dann für mein nächstes Projekt, was ich in diesem Jahr abgeschlossen habe, mir dann zur Aufgabe gemacht oder mich dazu entschlossen, nur mit einem ganz begrenzten Objektivspektrum loszuziehen. Einerseits nur mit Festbrennweiten. Weil im Gegensatz zu Zooms, ja, ich sagte es, es ist ab und an ganz praktisch damit zu fotografieren, gerade im Winter. Zooms machen mir aber nicht so viel Freude. Fotografie mit Festbrennweiten macht mir mehr Spaß. Darum bin ich damit dann nur noch losgezogen und mit einem begrenzten Bereich. Wie gesagt, ich möchte ja das darstellen, wie ich es wahrnehme. Jetzt sagt man ja, der menschliche Blick wäre auf Kleinbild umgerechnet, entspräche das etwa einem 50 mm Normalobjektiv. Beim Fujifilm X-System wäre das dann ein 35er. Ich meine, es ist sogar fast ein bisschen weitwinkliger, was man so wahrnimmt. Deswegen ist auch das 23 mm bei Fujifilm, 35 mm wäre das im Kleinbildformat, meine liebste Brennweite. Und darum habe ich dann noch zwei weitere Brennweiten gesetzt, um das ein wenig abzurunden. Nach unten aber nur hin bis zu einem 16 mm Weitwinkel. 24 mm bei Kleinbild wäre das. Und in den Telebereich 50 bzw. 56 mm bei Fujifilm, das entspricht dann einem 75 oder 85 mm Objektiv im Kleinbildformat. Und ich habe dann eben versucht, mit diesem begrenzten Brennweitenbereich auf den folgenden Reisen nur noch zu arbeiten und habe dann von Tour zu Tour entschieden, welche Objektive ich mitnehme. Man sieht hier im Bild einmal die lichtstarken Objektive von Fujifilm, das 23-1.4. 16-1.4 und das 56-1.2 und drei dieser kleinen, auch als Fujikron bekannten Objektive mit F2.0 Anfangsblendenöffnung, die natürlich gerade für meine Unternehmung, wo viel Gepäck oft mit im Spiel ist, sind die besonders reizvoll, eben damit mit diesen kleinen leichten Objektiven loszuziehen. Das habe ich je nach Tour ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, was ich dann letztendlich genommen habe. Eine erste Reise meines
gerade aktuellen Projekts führte mich dann nach Island. Dort waren wir zu zweit unterwegs. Ich war mit meinem Freund und Fotografenkollegen Michael Scharke dort. Und wir wollten eine Wanderung im Hochland Islands unternehmen zum See Langisjaur. Fotografische Ausrüstung, man sieht sie eingeblendet, war identisch mit der Sache, die ich auch auf der Grönlandtour dabei hatte. Die Expo 2 nach wie vor, mit der ich noch immer fotografiere. Ich habe das komplette aktuelle Projekt damit fotografiert. Kam nur einmal sporadisch noch eine X-T2 zum Einsatz. Und eine Reise habe ich mit einer GFX auch mal ausnahmsweise fotografiert, aber ansonsten alles X-Pro2 2. Und hier dann eben nochmal die lichtstarken 16, 23 und 56 mm Festbrennweiten. Ja, es sollte ins Hochland Islands gehen, zum See Langisjaur. Und wir ließen uns dann zuerst, oder wir sind mit einem Hochlandbus ins Hochland gefahren. Wer Island kennt, an Landmannalaugar vorbei. Und noch ein Stück östlich davon kommt man dann an einem Zeltplatz im Hochland vorbei, Holaskjol. Dort sind wir ausgestiegen und von dort dann schließlich losgelaufen. Und es geht dann zuerst in diese ja, ganz spannende Landschaft, diese dunklen Berge von Moos überzogen, viele Seen dazwischen, hier am Berg Uksatinda vorbei, hinein in eine teilweise auch sehr wüstenhafte Landschaft, wie man hier sieht. Und auch bei dieser Tour, man sieht hier der Michael, das Gepäck war groß und schwer, man sieht es am Rucksack. Wir hatten natürlich die Fotoausrüstung dabei, aber natürlich auch dieses ganze Outdoor-Equipment, was wir für die Tour brauchten. Zelt, Schlafsack, Kochausrüstung und auch Lebensmittel für 14 Tage. Da kommt also ein Haufen Ausrüstung zusammen. Und umso ja, wichtiger oder angenehmer ist es eben dann auch, wenn man die Fotoausrüstung dann eben möglichst kompakt hält. Wir sind dann hineingelaufen, weiter ins Hochland, am Gletscherfluss Skaftau vorbei. Den sieht man hier auch in der Mitte des Bildes vorbeifließen. Ein rauschender Fluss, der vom Vatnajökull, dem größten Gletscher auf Island, kommt. Und so ging es dann mehrere Tage erstmal immer weiter hinein ins Hochland. Das Wetter war auch hier nicht immer ganz toll. Man sieht es hier, es regnete. Das Bild hier lebt sehr stark von diesem Kontrast des grünen Mooses auf den Bergen und im Kontrast dazu die rote Rucksackhülle, die Michael da auf dem Rücken hat. Und was ich aber an diesem Bild noch ganz reizvoll finde, oder was ich, oder anders gesagt, auch weder störend finde, sondern eigentlich sogar ganz nett auch, ist dieser Regentropfen, der sich auf die Linse geschlichen hatte. Das war mit einem 16 mm fotografiert. Man sieht das so ein bisschen links oberhalb von Michael, wie er herläuft, diesen Fleck drauf. Und ich habe dann vor Ort das nicht bemerkt und auch hinterher in der Nachbearbeitung gar nicht erst versucht, das vielleicht noch irgendwie wegzuretuschieren. Ich finde, das Bild lebt auch davon und zeigt nochmal die Stimmung, wie es da wirklich gewesen ist vor Ort. Es regnete, das Wetter war schlecht und es war tatsächlich so im Laufe des Tages. Wir sind dann da abgestiegen in diese Senke zu diesem See. Es kam am Abend noch ein fürchterlicher Sturm auf. Wir saßen dann nachher 24 Stunden im Zelt fest, bis das Wetter sich dann wieder besserte. Links im Bild sieht man diesen kleinen Höhenrücken. Der kommt jetzt auch im nächsten Bild. Das ist dieser Höhenrücken, der jetzt hier quasi links durch die Bildmitte verläuft. Rechts jetzt, der große See, ist der See Langisjaur, unser eigentliches Ziel, wo wir hin wollten. Wir haben dann dort erstmal unser Zelt abgestellt oder aufgebaut und sind ein paar Mal auch nur mit ganz leichtem Gepäck dort rumgelaufen und haben die Gegend etwas erkundet. Und hier dann eben sind wir über diese kleine Bergkette gelaufen zwischen diesen Seen. Im Hintergrund die höchste Erhebung ist der Berg Sveinstindur. Den wollten wir dann unbedingt auch noch gerne besteigen. Und das ist nicht allzu hoch vom See, sind das ein paar hundert Höhenmeter bis zum Gipfel. Also man ist da relativ zügig, ich weiß nicht mehr, vielleicht 2 Stunden Aufstieg ist man am Gipfel. Und das haben wir dann eines Abends auch noch gemacht und sind dort aufgestiegen. Von oben hat man dann einen fantastischen Ausblick. Wir hatten da auch schönes Abendlicht, also wir sind erst recht spät hoch, ich glaube, wir waren um 8 vielleicht oben auf dem Gipfel. Es geht ja die Sonne oder es wird nicht dunkel zu der Jahreszeit in Island, das war im Juli. Also man hat ganz lange Licht, ganz lange eben auch schönes Abendlicht, wenn das denn passt. Und es war eben diese tolle Aussicht. Links hinten im Hintergrund sieht man nochmal den Berg Uxatinda, den man schon auf dem Eingangsfoto dieser Bilderserie aus Island sah. Und in die andere Richtung hatten wir dann einen noch fantastischeren Ausblick über diesen See Langisjaur, hier links im Bild, rechts die Fögruviertel-Bergkette
wo die Aufnahme eben entstanden sind, mit diesen Bergen im Vordergrund und den Seen links und rechts. Und ganz am Horizont erkennt man jetzt schon den Vatnajökull, wie gesagt, Islands größter Gletscher. Und in den folgenden Tagen dieser Tour wollten wir dann durch diese Bergkette noch bis an den Rand des Gletschers laufen, im Idealfall noch ein Stückchen auf den Gletscher vielleicht rauf und dann links des Sees durch die Berge wieder zurück. Das Wetter wurde dann aber noch mal schlecht, es regnete wieder und wir hatten noch so ein paar Hindernisse auch zu meistern, zum Beispiel hier der Utfattel, ein Ausfluss des Sees Langisjaure. Der See ist, wenn man dem Fluss jetzt bildlich folgt, bis hinten um geht um so eine Ecke rum, da würde sich der See befinden. Daraus fließt eben dieser Fluss raus und den mussten wir dann überqueren. Infrastruktur in Form einer Brücke oder dergleichen gab es dort nicht. Also es hieß dann eben Wanderschuhe aus, solche Watschuhe anziehen, Neoprensocken noch drüber, damit das Wasser, was extrem kalt ist, einem nicht ganz so schnell eiskalte Füße bringt. Und so sind wir dann eben durch diesen Fluss durch. Zum Glück war er nicht so extrem tief, ging etwa das Wasser bis nur auf Kniehöhe. Also wir kamen dann dort ganz gut durch. Wir sind dann auch bis relativ nah rangekommen an den Gletscher. Man sieht ihn auch hier im Hintergrund. Aber das Wetter, es blieb schlecht. Und wir haben uns dann verkniffen, noch auf das Eis aufzusteigen. Das hätte sich nicht gelohnt, hätte wahrscheinlich auch fotografisch dann dort bei dieser Wetterlage nicht mehr allzu viel gebracht. Und wir hatten ja auch immer noch einiges an Wegstrecke vor uns, um auf der anderen Seite des Sees eben wieder zurückzulaufen. Und das Wetter besserte sich auch nicht. Es blieb dann bei tief hängenden Wolken. Es regnete und da entstand dann auch dieses Bild. Für mich allerdings ein Foto, was recht gut zeigt, wie es auf dieser Tour oft war. Und jetzt könnte man meinen, es wäre auch wahrscheinlich das Ziel, immer oder möglichst solche Fotos hinzubekommen, wie eben vom Gipfel des Svensson-Dur, das schöne Abendlicht, Blick über den See, der Gletscher im Hintergrund. Ja, das ist natürlich auch toll, aber für mich ist das auch nur ein Aspekt einer solchen Tour. Und ich möchte ja, wie gesagt, eben auch in dieser reportageartigen Form meiner Landschaftsfotografie zeigen und möglichst auch nachempfindbar machen, wie es dort wirklich gewesen ist. Und da zeigt dieses Bild im Grunde ganz gut, wie das Wetter war. Die Wolken hingen tief, man konnte kaum mehr über den Langisjaure See hinüberschauen, sah fast die andere Seite des Sees kaum noch. Und es war dunkel, kalt und nass. Und ich finde, dass dieses Bild das auch ganz gut einfängt. Wir sind dann weitergelaufen, bis wir schließlich an einer Hochlandpiste ankamen. Die war erst noch so kaum zu erkennen, nur durch diese Holzflöcke markiert. Und der sind wir aber dann gefolgt. War dann von der Orientierung relativ einfach. Wir mussten uns dann nicht selber einen Weg suchen, sondern konnten dieser Piste folgen, bis wir schließlich auf eine etwas breitere Hochlandpiste kamen, wo etwas mehr touristischer Verkehr schon wieder war. Wir trafen dann auf ein österreichisches Pärchen mit einem Land Rover. Die haben wir dann angesprochen und die haben uns dann wieder mitgenommen dorthin, wo der offizielle Hochlandbus fuhr. Und so haben wir danach auf dem Wege nach 2 Wochen ein wirklich auch spannendes Abenteuer im isländischen Hochland beendet. Mit dem Michael Scharke, mit dem ich diese Islandreise unternommen habe, biete ich seit Anfang 2008, jetzt seit bald 3 Jahren, auch Fotoreisen an. Wir sind also mit Interessierten unterwegs, waren mit denen auch schon auf den Lofoten zum Beispiel in Norwegen. Nächstes Jahr geht es nach Schottland. Und im letzten Jahr waren wir auf den Färöerinseln. Und wir hatten uns für diese Reise bewusst den November ausgesucht, Ende Oktober bis Anfang November rein, um auf dieser Inselgruppe im Atlantik das möglichst raue Wetter auch einzufangen. Ich habe da auch wieder mit der Expo 2 fotografiert, auch da mit den lichtstarken Festbrennweiten, ergänzt noch mit dem kleinen 35 mm Objektiv. Und wie gesagt, wir waren darauf aus, raues Wetter einzufangen, was natürlich sehr spannend ist. Und wir hatten dann direkt am Anfang auch schon Glück. An der Nordküste der Insel Eysturoy, die Färöerinseln bestehen ja aus 18 kleinen Inseln. Relativ übersichtlich alles. Man kann also schnell von einem Ort auch an den nächsten kommen. Und wir waren dann hier an der Nordküste und es war wirklich extrem windig.
Eigentlich ist hier man sieht es im Hintergrund, hinter der Gischt, so an einem Felsen, ganz klein, so einen schmalen Wasserfall runterfallen. Das ist der Wasserfall Möhlin. Das ist das eigentliche Fotoziel, was man hier hatte. Das wollten wir eigentlich auch fotografieren. Aber an dem Tag war das eigentlich Spannende, diese Gischt, die dort an die Felsen geschlagen wurde und dann so aufsprühte. Es war wirklich extrem windig und ganz raue See. Wir waren froh, dass wir an diesem Tag nicht irgendwie in einem Boot oder einer Fähre auf dem Meer gewesen wären. Wäre bestimmt keine Freude gewesen. Umso spannender war es dann eben, aber hier an der Wasserkante zu stehen und dann eben diese Bilder auch zu machen, wie dieses Wasser da an das Land geschlagen wird und dann da so hochspritzt, muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu nah rangeht und dann so eine Salzwasserdusche über einen und die Kameraausrüstung runterkommt. Ein anderes Bild, wir sind dann da mit einem Auto umhergefahren über die Inseln und an einer Stelle sind wir dann schnell aus dem Auto rausgesprungen, weil wir dann sahen, dass diese Regenwand durchs Tal zieht. Und dieses Bild vermittelt fast so ein bisschen den Eindruck, als würde man in diesem Regen stehen. Ich mag das eigentlich ganz gerne, dieses Bild, weil es sieht fast so ein bisschen aus wie auf Leinwand gemalt. Es ist nicht so richtig greifbar, es ist ein bisschen wenig Kontrast, aber es sollte eben auch dann eben so sein. Und wir standen zum Glück neben der Regenfront, die zog da durch, aber es zeigt dann eben auch dieses Wetter, wie es dann eben auf den Färöerinseln schnell kommt, aber auch schnell wieder geht. Also ich habe kaum eine Landschaft mal erlebt wie auf den Färöerinseln, wo die Wetterwechsel zwischen mal Sonnenschein, dann neblig, dann regnet es, dann ist es klar, wo sich das so schnell wechselt. Ein anderer Aspekt, der in meiner Landschaftsfotografie relativ selten vorkommt, sind Langzeitbelichtungen. Das hat für mich eigentlich zwei Gründe. Ich bin relativ faul, was die Fotografie mit Stativ betrifft. Ich habe zwar meistens ein Stativ dabei, baue es aber selten auf. Im Grunde 99% meiner Landschaftsbilder sind aus der Hand fotografiert, ohne Stativ. Ich brauche das Stativ im Grunde nur, wie zum Beispiel auf dem Eingangsbild des ganzen Vortrags, wo ich da neben meinem Zelt stehe, also für ein Selbstporträt zum Beispiel, oder für sporadische Langzeitbelichtungen. Die mache ich aber relativ selten, weil sie oftmals nicht so gut zu meinem Stil dieser Reportage passen. Bei diesem Foto auf der Insel Vagar gemacht, auf den Färöerinseln, sieht man den Wasserfall Bøsdalafossur. Passt das aber, finde ich, noch ganz gut zu meinen sonstigen Fotos. Und das Spezielle an diesem Wasserfall ist, rechts im Bild befindet sich ein See, dann gibt es ein kurzes Flussstück und dann bricht der Wasserfall über die Felskante hinab ins Meer. Und um dieses Foto zu machen, muss man da wirklich sehr exponiert und nah an der Abbruchkante aufbauen oder sein Stativ dorthin stellen, sich daneben hocken, muss dann darauf achten, dass man da nicht runterstürzt. Aber ich finde das Bild eben von daher sehr interessant, auch bei dieser trüben Wetterlage. Der Kontrast zwischen dem noch zerklüfteten Felsen im rechten Bildteil und dann dieser komplett weichen, zerfließenden Meeres- und Wolkenlandschaft im Hintergrund. Und ich finde es auch für mich das Foto gerade ganz spannend oder mir gefällt es von daher ganz gut, weil es gerade auch bei dieser eher trüben Wetterlage entstanden ist und nicht noch, dass da irgendwie jetzt Sonne mit ins Bild scheint oder vielleicht ein blauer Himmel, wo dann noch weiße Wölkchen vorbeiziehen. Also ich mag auch hier dieses Triste, wie es in meinen Fotos ja ohnehin sehr häufig vorkommt. In der Nähe dieses Wasserfalls gibt es die Landspitze Trälanipa. Da ist dieses Foto entstanden. Ich habe dann dort einige, oder wir alle, die wir da unterwegs waren, einige Fotos auch von dieser Szenerie gemacht. Und es war dann halt auch hier mal wieder diese Wetterwechsel. Es war gleichzeitig regnete es und die Sonnenstrahlen brachen durch die Wolkendecke durch. Und man sieht dann hier genau im Grunde im richtigen Moment, es sieht so aus, als wäre das, was man hier als Regen sieht, wäre das der Schein des Lichtes, der da aufs Wasser fällt. Und das ist das einzige Bild, wo das so ganz genau gepasst hat. Bei den meisten anderen Aufnahmen war das eher so ein bisschen versetzt. Einmal der Regenschleier und der Sonnenfleck. Aber da muss man eben ein bisschen Geduld haben oder dann möglichst viele Aufnahmen machen, bis man vielleicht dann eben auch den entscheidenden Moment dann eingefangen hat.
Das ist so ein ganz typisches Bild, eigentlich auch für die Färöerinseln, aufgenommen von der Landspitze der Insel Karlsøy hinüber auf die Insel Eysturoy, wie sich diese ja, grünen, im Herbst eher bräunlichen Inseln, diese Berge dann aus dem Wasser und aus den Wolken schälen. Und wie gesagt, ganz typische Szenerie eigentlich für die Färöerinseln. Dann hier ein ganz spontan gemachtes Bild. Wir waren dort in einem kleinen Dorf und hielten Ausschau nach Motiven oder guckten, was wir da vielleicht am Meer auch für Aufnahmen machen könnten. Und plötzlich sah ich dann, wie diese Vögel angeflogen kamen. Und ich hatte da die X-Pro 2 mit dem kleinen 35 mm Objektiv nur in der Hand. Und ich habe dann ganz schnell die Kamera nach oben gerissen und abgedrückt. Und auch nicht auf geachtet, ob jetzt irgendwie richtig scharf gestellt war. Zum Glück war es das dann. Vögel waren scharf. Und ich finde das als Kontrast auch zu den anderen Landschaftsbildern im Rahmen so einer Reportage auch ganz schön, mal noch so einen anderen Blickwinkel, aber hier wirklich quasi aus der Hüfte geschossen, solch ein Bild. Ganz anders wiederum diese Aufnahme. Da sind wir bei einem Fjord in der Nähe des Dorfes Funningur auf einen Bergrücken hinaufgestiegen, um eben möglichst solch eine Stimmung auch zu fotografieren. Der Fjord unten im Tal. Oberhalb diese Berge und dann in der Hoffnung, dass man einen dramatischen Himmel hat. Wir hatten dann Glück, wir hatten diese Bewölkung und es kam mal wieder die Sonne durch, wie man hier schön eben diese Strahlen sieht, wie sie da durchs Bild ziehen. Aufgenommen, glaube ich, hier mit dem 56 mm Brennweite, also leichtes Tele, schöne Brennweite, um auch eher so ein paar Landschaftsdetails einzufangen und nicht jetzt diese komplette Fjordlandschaft zum Beispiel. Von daher auch diese Brennweite nutze ich durchaus gerne, um eben eher solche Ausschnitte der Landschaft einzufangen, wie auch hier. Grundsätzlich waren wir sowieso bei dieser Reise im Anfang November auch in der Hoffnung, dass es vielleicht schon ein wenig Neuschnee gibt. Den gab es dann auch. Das war dann auch nochmal ein schöner Kontrast, wenn oben auf den Bergen schon so ein bisschen Schnee liegt. Darunter dann eben zu dieser Jahreszeit die eher bräunliche Landschaft und hier noch das Glück. Wie auch die Sonne kam noch mal so ein bisschen durch, leuchtete auf die Berge. Also von daher ganz schöne, kontrastreiche Aufnahme. Im Dörfchen Funningur stieß mir dann auch noch auf dieses Motiv, ein paar Gänse, die dort umherliefen. Und hier ist so eher die Frage: Ich stand hinter einem Zaun, fotografierte die Gänse neben diesem kleinen Schuppen, die Fjord- und Berglandschaft im Hintergrund. Und wahrscheinlich, ich war ja nicht alleine da, wir waren mit der Michael und auch 6 Teilnehmer. Wir waren mehrere, saßen jetzt da hinterm Zaun und drückten auf den Auslöser. Und wahrscheinlich fragte sich die Gans dann auch: Was machen die jetzt alle da? Und das ist eben ganz lustig, wenn man das Bild jetzt noch wirklich groß sehen würde, guckt mir die Gans auch direkt ins Auge. Kommen wir von den Färöerinseln nach Norwegen. Dort war ich im letzten Jahr mit meiner Frau und meiner Tochter unterwegs, eine Familienreise. Und bei der Tour habe ich es so gemacht, dass ich bei der Auswahl der Objektive ein bisschen gemischt habe. Ich hatte ja schon vorhin mal erwähnt, dass die 23 mm bei Fujifilm, also eine 35 mm Kleinbildbrennweite, sind quasi mein Lieblingsobjektiv und auch meine meistgenutzte Brennweite. Darum habe ich da zu der lichtstarken 1.4er Version gegriffen und hatte bei den anderen Brennweiten, 16er und hier 50er, zu den kleinen, kompakten Objektiven gegriffen, damit das Gepäck, Fotoausrüstung dann eben etwas kompakter ausfiel. Bei dieser Reise sind wir in verschiedene Ecken aufgebrochen und sind dort dann mit Rucksack und Zelt in die Berge hineingelaufen für ein paar Kilometer, haben dann dort unser Lager aufgeschlagen und haben das dann da stehen lassen für ein paar Tage und haben dann kleinere Touren ringsrum gemacht. Hier sieht man unser Zelt am See Store Mjøkadalsvatnet im Jotunheimgebirge, einem der bekannteren Gebirge und meistbesuchten Gebirge in Norwegen. Wir hatten dann hier eines Morgens auch eine ganz tolle Stimmung. Windstille, spiegelglatter See und die vergletscherten Berge im Hintergrund spiegelten sich dann eben wunderbar hier im See, aufgenommen mit dem 23 mm Objektiv. Und es war, wie gesagt, im letzten Jahr im Sommer, auch da, wie in Deutschland, es war enorm warm. Das war schön, wir konnten wunderbar draußen essen, draußen alles zubereiten.
muss nicht bei schlechtem Wetter dann im Zelt hocken. Und hier sieht man meine Tochter, wie sie ein paar Gurken zuschneidet. Ja, so ein wirklich reportageartiges Bild. Und deswegen auch hier das Spiel ein wenig mit einem schrägen Horizont. Eine Sache, die ich durchaus gerne auch schon mal einsetze, ein bisschen mit einer gekippter Linie zu spielen. Wenn man das macht, ein Hinweis, eine ansteigende Horizontlinie von rechts, also von links nach rechts hoch, wird immer positiver wahrgenommen und hat mehr Dynamik. Und als wenn es jetzt eine abfallende Linie im Hintergrund wäre, dann hat so ein Bild eher mal negativeren Charakter. Gespielt habe ich bei dieser Reise auch viel mit niedrigen Perspektiven. Wie gesagt, es war ein sehr trockener, warmer Sommer. Und hier das Wollgras, was man hier sieht, ist ja eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es dort sehr nass ist. War aber hier so nicht der Fall. Ich konnte mich dann gut auch so zwischen dieses Wollgras quasi auf den Boden knien fast hinlegen und das dann aus einer ganz tiefen Perspektive aufnehmen. Hier wäre ein Klappdisplay ganz praktisch gewesen, hat die Expo 2, die ich da dabei hatte, eben leider nicht. Aber Aufnahme klappte auch so, wie auch dieses Foto hier. Da habe ich bei einer im Fluss mir einen Stein ausgesucht, wo ich mich so gerade noch draufkauern sollte und habe dann ein Foto gemacht, wie meine Frau und meine Tochter eben über diese Brücke laufen. Ich musste sie dann ein paar Mal da hin und her schicken. Sie mussten das öfter machen, weil trotz Serienbildfunktion an der Kamera ist das doch gar nicht so einfach, dann eben die Position und vor allem die Bein- und Armstellung hinzukriegen, wie es dann schön aussieht. Aber es hat dann nach einigen Versuchen eben auch geklappt. Man sieht hier, das Wetter wunderbar, keine Wolke am Himmel. Das blieb aber nicht die ganze Zeit so während unserer Reise. Hier waren wir dann in der Region Skarfheimen, einer anderen Bergregion Norwegens. Ganz klein im Hintergrund kann man einen roten Punkt erkennen. Da steht unser Zelt am See Geiterückvatnet. Eigentlich hatten wir hier vorgehabt, einen kleinen Berg zu besteigen, aber das Wetter war dann zu schlecht. Und das haben wir dann abgebrochen und sind dann in die nahegelegene Geiterückhütter gewandert. Da konnte man wunderbar Waffeln mit Marmelade und Sahne essen oder andere Leckereien. Und da haben wir dann dort einen ganzen Nachmittag verbracht. Aber wir hatten Glück, das Wetter war dann doch bald wieder besser. Wir sind dann noch auf die Hardanger Widder gefahren. Die Hardanger Widder ist die größte Hochebene Europas. Und hier an diesem See habe ich dann diese Aufnahme mit dem 16 mm Weitwinkel gemacht. Eigentlich eine Brennweite, ja, für mich ist das schon das Maximum, was ich an Weitwinkel einsetze. Geht es darüber hinaus, finde ich so ein Objektiv schnell, wie einst mal der bekannte deutsche Naturfotograf Fritz Pölking gesagt hat, geschwätzig. Da ist einfach schon viel zu viel dann oft im Bild. Und ich setze es oftmals dann eher für reportageartigere Bilder ein, wo das Hauptmotiv näher im Vordergrund ist. Kommen auch gleich noch ein paar Beispiele. Und für so eine Landschaftsaufnahme seltener. Hier funktionierte das Objektiv aber ganz gut, weil es diese tolle Wolken am Himmel gab. Und als Kontrast dazu unten im See auch einige Sachen, die man da noch so entdecken kann, wenn man da durch das Wasser guckt, da liegt ein Holz drin rum, ein Autoreifen liegt da im See. Also da hat das Objektiv mit dem viel oben und unten, was es auch dann eben einfängt, sehr gut gewirkt. Wie aber gesagt, oftmals lieber nutze ich dieses Objektiv für solche Art Fotos zum Beispiel, wenn auch Personen mit drauf sind. Hier meine Tochter mit selbstgebastelter Angel, Stock, Schnur dran. An den Schnur hat sie einen Stein gebunden und den immer wieder ins Wasser geschleudert. Das war ihre Methode zu angeln. Gemeinsam sind wir dann auch noch über einige Felsen dort geklettert. Ich hatte dann ein bisschen Probleme, mich dann da einerseits da selber festzuhalten, andererseits dann auch noch Fotos zu machen. Es sieht aber ein bisschen fast schlimmer aus, als es ist. War nicht allzu hoch und so haben wir dann da eben auch noch viel Freude gehabt, dann rings um Zelt rum auf dieser Familienreise, was dann auch für mich in der fotografischen Arbeit dann auch noch so ein anderer Aspekt ist, als wenn ich allein unterwegs bin oder auf einer Fotoreise mit Teilnehmern oder mit Freunden auf Fototour. Also das ist dann auch immer von Reise zu Reise ganz unterschiedlich von den Erlebnissen und auch von den Fotos, die da je nachdem entstehen.
Dieses Bild ist mit einem leichten Tele aufgenommen, dem 50 mm Objektiv, und das ist dann quasi so das Gegenstück von der Weitwinkelaufnahme, führt ja zu leichter Verdichtung dieser Brennweite. Im Vordergrund diese Sträucher auf dem Boden, dahinter der See und ganz zart im Hintergrund ist der Gletscher Hardangerjökull zu erkennen, dünner weißer Streifen unter der Wolkendecke. Und wie schon erwähnt, diese leichte Telebrennweite nutze ich dann auch eben sehr gerne, um schon mal eher solche Details in der Natur auch einzufangen. So langsam nähere ich mich jetzt schon dem Ende des Vortrags. Ein paar Bilder kommen gleich noch. Ich habe gesehen, dass hier, glaube ich, in der Zwischenzeit so ein paar Fragen eingetroffen sind. Da gehe ich dann eben gleich nochmal drauf ein. Möchte jetzt schon mal aber darauf hinweisen, dass auch, wenn gleich nicht mehr genug Zeit sein sollte, diese alle Fragen, die vielleicht gekommen sind, zu beantworten. Im Nachgang stehe ich auch noch für eine gewisse Zeit bereit, um weitere Fragen, die eingegangen sind, zu beantworten. Aber erst noch ein kurzer Sprung nach Schweden, wo ich in diesem Jahr von Ende September bis Anfang Oktober auf dem Kungsleden unterwegs war. Zu dem Kungsleden habe ich eine ganz besondere Beziehung, denn dort habe ich 1991 meine allererste Wandertour alleine unternommen. Und der Königsfahrt in Schwedisch-Lappland ist eine über 400 Kilometer lange Wanderstrecke. Und in diesem Jahr hatte ich mir den Abschnitt zwischen Adolfström und Hemavan ausgesucht. Und hier war ich jetzt komplett mit den kleinen und leichten Objektiven von Fujifilm unterwegs. Und natürlich hatte ich auch hier wieder die Hoffnung auf spannende und möglichst bisschen dramatische Wetterstimmungen. Ich sollte auch Glück haben. Und dieses Bild ist entstanden im Vindelfjällen. Ich lief da oben durch die Berge oberhalb der Baumgrenze und kam dann hierhin, wo unter mir der Windelelven durch ein Tal fließt. Es regnete an dem Tag immer mal wieder ein bisschen und dann kam ich eben, wie gesagt, an diese Stelle und sah dann, wie im Hintergrund über die Ortschaft Ammernäs dieses Regenband hinwegzog. Und es kam dann auch mal wieder die Sonne durch und dann natürlich fantastischer Moment, das einzufangen, wie dieser Regen da wirklich sichtbar im Bild da herniederkommt. Und schnell habe ich einige Fotos gemacht, denn solche Situationen sind oftmals dann wieder zügig vorbei. Da muss man eben wirklich spontan agieren können dann auch. Und es war dann auch so, es hat nicht allzu lange angehalten, dann war diese tolle Stimmung auch schon wieder vorbei. Bin dann weitergelaufen hinab zum Fluss Windelelven. Da habe ich dann auch am Ufer des Flusses noch gezeltet. Und da führt eine kleine Brücke an der Stelle rüber. Und da hatte ich auch wieder mal einen Glücksmoment an diesem Nachmittag, als ich dann da noch war. Genau auch in der richtigen Position war dann ein Regenbogen zu sehen. Bisschen Regen, bisschen Sonne reicht da aus. Und der Fluss verschwindet ja da hinten so ein bisschen hinter der Biegung oder von da kommt er hergeflossen und es sieht so aus, als käme der Regenbogen aus dem Fluss raus und läuft dann eben von der Komposition. Habe ich natürlich bei diesem Bild so darauf geachtet, dass er oben in der rechten Bildecke dann aus dem Bild herausläuft. Ja, damit bin ich jetzt im Grunde am Ende des Vortrags angekommen und werde dann gleich auf die Fragen eingehen. Also mit dieser Schwedenreise habe ich mein zweites Projekt eben abgeschlossen. Das trägt den Titel Zweite Heimat. Darüber soll im nächsten Jahr mein zweites Fotobuch erscheinen. Das wird jetzt als nächstes für mich die große Aufgabe sein, mich damit zu beschäftigen, solch ein Buch zu machen. Ein großes Abenteuer selbst dann noch. Wer jetzt an weiteren Bildern von mir interessiert ist oder weiteres von mir sehen möchte, was ich an Fotoreisen oder an Workshops oder dergleichen anbiete, was ich auch mache, der Tipp, auf meine Webseite zu schauen. Darüber gibt's auch, kommt man auch auf meinen Blog, wo es einige Sachen gibt, auch für die, die sich jetzt besonders für Fujifilm interessieren, einige Erfahrungen auch die von mir, die ich mit Fujifilm gemacht habe, wieso ich mit welchen Objektiven fotografiere, gibt es dort einige Artikel. Und man kommt auch auf meine Social-Media-Kanäle. Wer also mich dann da auch noch irgendwie später mal kontaktieren möchte, kann das gerne tun. Für den Moment bedanke ich mich schon mal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es war schon recht speziell jetzt gerade für mich auch erstmals ohne direktes Publikum hier gerade einen Vortrag zu halten. Man weiß dann nie so, wer hat jetzt zugeschaut oder wer nicht. Ich schwenke dann jetzt einfach mal über hier auf ein paar Fragen.
Eine, die ich hier sehe, die ist jetzt nicht so fotografisch. Da geht es darum, ob ich einen Tipp hätte, wie man Kinder fürs Wandern begeistert. Ja, wie man gesehen hat, meine Tochter war mit dabei. Damals war sie 9. Wir waren auch in diesem Sommer in Norwegen unterwegs. Mittlerweile ist sie 10. Meine Tochter kennt das gar nicht anders. Wir waren schon, als sie noch nicht mal ein Jahr alt war, haben wir sie mit nach Norwegen genommen. Anfangs in der Trage mitgeschleppt. Auf dem Rücken hinter einer größeren Trage. Also wir waren von Anfang an in Skandinavien mit ihr unterwegs. Auch auf den Färöern war sie schon mal mit auf Island und sie hat das einfach so kennengelernt. Zeltleben findet sie ganz besonders toll und von daher, sie freut sich darauf. Und was das Wandern natürlich betrifft, man muss das langsam steigern. Und auch in diesem Jahr, wir haben mehrtägige Wanderungen in Norwegen gemacht. Aber was wir da zum Beispiel an Distanzen geschafft haben, war sehr überschaubar. Das waren etwa nur so 10 Kilometer. Wobei es da fast so ist, unsere Tochter hätte bestimmt mehr geschafft als meine Frau und ich, weil wir ja für uns drei im Grunde das Riesengepäck schleppen mussten. Aber wer das mit seinen Kindern machen möchte, einfach machen. Also zum Beispiel schlechtes Wetter ist für ein Kind viel weniger schlimm als für einen selber. Man denkt dann vielleicht, oh, jetzt ist es kalt oder nass. Ein Kind stört das eigentlich gar nicht. Und wenn es das gewöhnt ist, langsam steigern, natürlich immer gucken, dass man unterwegs irgendwelche spannenden Sachen findet, wie zum Beispiel eben bei den Aufnahmen auch da am See, wo man sich dann aufhalten kann, dann quasi, wenn auch nur so tut, als würde man angeln oder auf den Felsen rumklettern. Also Abwechslung, aber der wichtigste Tipp, einfach machen. Also Kinder finden das, wenn das ein schmaler, toller Weg ist, eigentlich immer ganz spannend. Zu einer nächsten Frage. Wie löst du auf einer 14-tägigen Wanderung durch das isländische Hochland das Problem der Akkuaufladung? Das geht in Richtung der meistgefragten Fragen, die ich so bekomme, betrifft sich meistens mit den Akkus. Ich hatte ja anfangs diese Bilder aus Grönland gezeigt von der Inlandeisüberquerung. Da waren wir auf der Tour, die ich da gezeigt hatte, 40 Tage unterwegs. Damals hatte ich ein Solarpanel dabei. Das war oben auf den Schlitten gespannt. Das Solarpanel lud dann einen Zwischenakku auf. Und mit diesem Zwischenakku konnte ich auch Kameraakkus laden. Auf den ganzen anderen Wanderungen, die man hier gesehen hat, auch diese andere Grönlandwanderung, da war ich auch 14 Tage unterwegs, oder die Tour auf Island, da mache ich es so, ich habe einfach ausreichend Akkus mit. Das ist je nachdem auch für 14 Tage circa 14 Akkus. Ich rechne da meistens so mit ein Akku pro Tag. Ich bin allerdings eher ein wenig Fotografierer, also ich fotografiere sehr gezielt. Und brauche von da nicht, daher nicht ganz so viel Akkus und komme so eigentlich mit einem Akku pro Tag locker hin, habe dann meistens sogar diverse ungebrauchte Akkus hinterher noch über. Also mein Tipp ist eher, bevor man sich irgendwas überlegt mit Solaraufladung oder sowas, einfach ausreichende Anzahl Ersatzakkus mitnehmen. Welche Jahreszeit kannst du besonders empfehlen für Reisen in den Norden? Vielleicht hat man es schon ein bisschen gemerkt. Die letzte Reise hier gerade erwähnt, die Schwedenreise, war im Herbst. Die Färöerreise war noch später, im November. Der Herbst ist im Grunde für Skandinavien oder für den Norden die schönste Jahreszeit. Man hat die Herbstfärbung eben, die zusätzlich natürlich gerade für das Fotografische auch ganz toll ist, wenn man diese Farben hat. Aber auch so ist es die schönste Zeit. Ansonsten in Skandinavien, man hat ja oft im Sommer mit Mücken zu tun. Das ist dann alles weg, hat man nicht. Und von daher für mich die Zeit, die ich am besten empfehlen kann, sofern man dann eben die Möglichkeit hat, auch zu reisen, wäre der Herbst. Nutzen Sie unterwegs Backup-Möglichkeiten für die Fotos oder bleiben die nur auf der Karte? Ja, interessante Frage. Als ich früher fotografiert habe mit Nikon oder auch in der Anfangszeit von Fujifilm, wo die Kameras nur einen Kartenslot hatten, oder die Modelle zumindest auch, die ich da benutzt habe, habe ich teilweise dann noch ein extra Datenspeichergerät dabei gehabt, wo ich die Fotos zwischenzeitlich drauf gesichert habe. Seitdem ich mit der X-Pro2 fotografiere, die ja zwei Kartenslots hat, reicht mir das als Backup. Also ich fotografiere, habe es so eingestellt, dass ich eben alles auf die erste Karte fotografiere und ein komplettes Backup dann nochmal auf die zweite Karte. Zum Glück ist mir da auch noch nie was passiert und auch sowieso nicht, dass irgendeine Karte kaputt gegangen ist, aber in dem Fall reicht mir das so als Backup. So, jetzt muss ich mal gucken, kommt da noch was?
Ah, hier haben wir noch was. Schon mal Kälteprobleme mit der Fuji gehabt? Ja, allerdings nur ganz am Anfang mit der X-Pro 1. Das war sehr bizarr. Sobald die Temperatur so auf einer Wintertour unter minus 5 Grad fiel, ging die Kamera nach dem Anschalten im Grunde nicht richtig an, sondern ich musste dann einmal den Auslöser durchdrücken, damit sie richtig anging. Das war aber irgendwie eine spezielle Eigenheit der X-Pro 1 mit allen anderen Kameras. Zum Beispiel auch der XT1 bei diesen Bildern von Svalbard, wo wir bis minus 20 Grad hatten, gar kein Problem. Also die Kameras halten Kälte wunderbar aus. Akkus machen natürlich schneller schlapp, muss man eventuell unter der Kleidung ein bisschen warm halten. Größeres Problem auf einer Tour ist dann immer eher die Kondensfeuchtigkeit. Im Winter reicht es zum Beispiel, wenn man draußen vom Kalten in ein nur ein bisschen wärmeres Zelt kommt, dass die Kamera dann beschlägt und feucht wird. Oder auch kann es sein, wenn man auch selbst im Sommer oder im Herbst unterwegs ist, dass in der Fototasche dann auch Kondensation entsteht oder die Kamera darin eben kalt ist, dann holt man sie raus, ist draußen ein bisschen wärmer und dann wird sie feucht. Also mit Kondensation habe ich schon mehr Probleme gehabt, auch dass Feuchtigkeit im Objektiv zwischen den Linsen gewesen ist. Und sollte man sowas mal haben, hat man eigentlich nur die Chance, die Sachen in möglichst trockener Umgebung in die Sonne zu legen, in die Wärme. Dann verschwindet das im Grunde wieder. Nächste Frage. Welchen Kamerarucksack könntest du empfehlen und was ist deine Meinung zu Objektiven mit großen Brennweitenbereichen? Also, Kamerarucksäcke kann ich leider keinen empfehlen, weil ich gar keinen nutze. Weil auf meinen Wanderungen ist es ja so, ich habe ja im großen Rucksack das komplette Gepäck, was ich im Grunde für die Wanderung brauche. Eben Zelt, Schlafsack, Essen, Bekleidung. Und ich nutze dann eine Hüft-Fototasche von Lowe Pro. Ich glaube, die Modelle gibt es gar nicht mehr. Da passt für mich aber alles rein an Ausrüstung, was ich brauche. Das sind im Moment eben zwei X-Pro 2 Kamera-Gehäuse und drei Festbrennweiten. Und ich mache das da auch so, dass ich bei den Objektiven das 23er und dann noch eine weitere Brennweite, meistens das leichte Tele, jeweils auf einer Kamera habe. Habe nämlich dann so durch den Paralleleinsatz von zwei Kameras die Möglichkeit oder ich kann es vermeiden, oft Objektive wechseln zu müssen, was ja sonst durch eine Verwendung eines Zoom-Objektivs etwas einfacher wäre. Ich kann dann eben einfach, wenn ich das 23er haben will, nehme ich die eine Kamera. Wenn ich jetzt mit leichtem Tele fotografiere, nehme ich die andere Kamera und muss nicht aufwendig Objektive wechseln. Das stärkere Weitwinkel habe ich meistens dann eben noch separat in der Fototasche, weil ich das seltener einsetze. Also bei mir, wie gesagt, eine Fototasche, wo ich alles drin habe. Kamerarucksack kann ich von daher keine Empfehlung abgeben. Meine Meinung zu Objektiven mit großen Brennweitenbereichen. Kann ich im Grunde nichts Negatives zu sagen, habe ich in früherer Zeit, auch als ich noch mit Nikon fotografiert habe, auch lange Zeit eingesetzt, auch viele Sachen auch für Magazine damit fotografiert, damals mit einem 18 bis 200 mm Zoom-Objektiv. Ich würde das jetzt auch qualitativ gar nicht verurteilen, wenn man jetzt damit fotografiert. Also zum Beispiel meine Entscheidung, mit den Festbrennweiten zu fotografieren, hat jetzt weniger einen qualitativen Grund, dass ich meine, die wären besser von der Abbildungsleistung als ein Zoom-Objektiv, sondern bei mir ist es so, es macht mir einfach mehr Freude, mit den Festbrennweiten zu fotografieren. Und es ist in meinen Augen eine bewusstere Fotografie und eine bewusstere Entscheidung auf die einzelnen Brennweiten bei den Fotos. Von daher, wer mit einem auch Zoom über einen weiten Brennweitenbereich gut zurechtkommt, spricht nichts dagegen, damit zu fotografieren. Was für Fotos machst du zurzeit, wenn Reisen nicht so möglich sind? Ich hatte dieses Jahr trotz allem Glück. Ich war im Sommer, wie eben kurz erwähnt, wir wollten eigentlich nach Schweden, aber dann war ich mit meiner Frau und Tochter doch in Norwegen unterwegs, direkt nachdem Norwegen wieder aufgemacht hat. Also wir waren in Norwegen. Wie eben auch gezeigt, im Herbst war ich in Schweden unterwegs und in den Herbstferien waren wir sogar noch mal eine Woche in Dänemark, kurz bevor Dänemark wieder die Grenzen schloss. Also das hat alles ganz gut geklappt. Ein größeres Problem gerade ist die Fotoreisen, die ich mit dem Michael zusammen mache. Wir wären jetzt eigentlich auch jetzt im Herbst wieder auf den Färöerinseln gewesen. Das hat nicht stattgefunden. Auch eine Tour auf die Lofoten im Februar steht noch offen, ob das klappt. Also da muss man jetzt natürlich in der Zeit sehr sporadisch gucken oder sehr flexibel sein, was das betrifft.
Solche Reisen müssen viel Planung voraussetzen. Wie gehst du daran? Was sollte man auf keinen Fall vergessen? Ui, das ist eine Frage, die in jetzt mir verbleibenden 30 Sekunden ich kaum in Gänze jetzt noch beantworten kann. Ganz kurz, viel Planung brauche ich bei den Wanderungen eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt in fast 30 Jahren so viel Erfahrung schon gesammelt, dass ich da relativ spontan fast auf so eine Reise starten kann. In kurz, diese Grönland-Expedition ganz am Anfang, da haben wir uns damals 1,5 Jahre darauf vorbereitet. Und jetzt ist gleich Schluss. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Danke, Martin, für den erfolgreichen Beitrag. Viele hatten sich ja darauf gefreut, es zu sehen. Und nun haben sie es auch für die Ewigkeit in unserer Mediathek. Es wird noch ein bisschen dauern, bis es da online ist, aber gerne dort vorbeischauen, wenn ihr es im Nachhinein.